So, hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Need for Speed Shift 2 Unleashed. Wir machen weiter mit unserer Karriere und schieben erstmal die Maus aus dem Bild. Wir haben hier noch Modern Sea. Das dritte off. So, ja, das haben wir gemacht, genau. Jetzt kommt Dakota und Miami Bayford Park. Tun wir das! Das sind wir noch gar nicht gefahren. Und da bietet die Rundzeit von 0,44. Ja, die ist klar. Rundenzeit schaffen nie und nimmer. Okay, pass unbedingt auf die scharfe Kurve auf, die auf das Ohr schreit. Erwischt er sie, kann nicht mehr passieren. Unser übelster RS4, Mann. Das ist echt schon abartig. Los, los, komm, reines Recht! Danke, dass du mich schon wieder rausdrehst. Verdammter Arsch. Alles Penisse. Entschuldigung, ey. Und ich verbremse mich zum Glück fast nie. Ich habe den Platz verloren. Wie kommen wir da noch ran? Was ist jetzt vielleicht die Fährt halbwegs gut? Und der Audi macht das, was er soll. Und zwar fahren, fahren, fahren. Aber schnell fahren und gut fahren und toll fahren und bestes Auto sein. Komm, wir kommen da noch ran. Jetzt wurde der M6. Uns fehlt der Durchzug hier oben irgendwie, komischerweise. Mal jede Kurve mal. Aua, Entschuldigung. Der fährt uns halt dann noch absichtlich. Oh, jetzt haben wir uns ja noch gedreht. Dauerhaft rein. So ein Arsch. Als ob. Mal, oder? Ja. Jetzt müssen wir halt ernsthaft aufpassen, dass wir nicht nochmal aus Versehen abkürzen und uns dann aus dem Rennen verabschieden. Denn ich weiß, bei meinem Talent passiert es uns eh wieder. Meter Bremsweg eindeutig voll ausreichen. Ups. Wieder eine Runde lang. Mhm. 0,44 war es, gell? Die Zeit, wo wir schlagen sollten, das schaffen wir nicht. Mehr.
fahre ich denn da immer raus eigentlich? Can you please erklär mir das? Langsamer als in der Runde davor. Ich könnte es vielleicht auch mal hier auf die Ideallinie versuchen. Okay, also wir fahren denn davon. Das finde ich schön. Das zeigt halt, was ich wirklich drauf habe. So viel dazu. Das haben wir also drauf, uns voll zu verbremsen. Mal 40 sind wir in der zweiten Runde gefahren. Ist ja an sich gar nicht verkehrt. Aber eine 44er Zeit. Naja. Ich weiß ja nicht. Wir haben es auf jeden Fall geschafft, schön. Ja, ist ein total geiles Gefühl. Wir brauchen noch voll viel bis zum nächsten. In Miami. Miami. Miam, miam, miam. Schlechter Start. Nein. Die Strecke kennen wir ja, sieht gut. Danke. Boah, da ist der kleine Flitz halt voll auf seinem, ja, Spezialgebiet, sag ich mal. Die Kiste wiegt 600 Kilo oder so und wir mit unseren 1,8 Tonnen Leergewicht. Und dann natürlich schlechte Karten. Ich hasse die Strecke so. Ich will sie aber eigentlich echt mal gewinnen. Ah, der fährt uns davon. Der fährt uns voll davon. Komm jetzt, gib Gas, Auto. Gib Gas, gib Gas, gib Gas. Letzte Runde. Vom Feinsten. So ein Caterham ist halt schon was Geiles. Toll, toll, toll. Okay, wartet mal. Wir können das ja gewinnen, stimmt.
Okay, nein, aber nicht mit so einem Start. So, da la. Schieben wir uns wieder durch am besten. Mal reinfahren, hey. Der M6. Komisch, dass es den nicht rausschiebt, aber mich schon. Das ist ein M6, Mann, der kann doch nicht Gas geben, ohne dass er quer kommt. Und dass der mehr Power hat wie ich, das glaube ich halt auch noch mal. Steiler, ne, Nissan GTR. Alter, wer schiebt mich da so von hinten? So, jetzt habe ich die Kurve extrem verschissen. Oh Mann! Bei 71 geht's ab ins Bodengang. Heftig. Danke, dass du jetzt einfach nur voll rüberziehst. Also wir ziehen eigentlich echt gut raus, bloß dann irgendwo fehlt uns die Power. Gutes Ding, gutes Ding. So tut man die Gegner aus dem Weg schieben, wie es der mit uns gerade gemacht hat. Wieder an uns dran klebt. Ja, schiebt der wie ein blöder Mann. Der ist so weit vorne. So richtig, richtig weit. Ich möchte dich bitte einholen. Fuck, jetzt habe ich das Bremsen vergessen. Der wieder ran. Früh bremsen, früh Gas geben. Früh lenken. Alles irgendwie früher als in allen. Oh nein, 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 nein. Bam! Anderen Rennspielen. Das war jetzt gar nicht so langsam eigentlich. Runde. Na toll. Wie blöd bin ich, ey. In der letzten Runde lassen wir ja noch überholen. In der Beschleunigung habert's bei uns. Guck, der verpresst uns voll. Warum drehst du mich jetzt wieder? Na,
landen wir. Das ist irgendwie ein wenig unlogisch. Ich meine, ich fahre in den rein, aber er drückt mich weg. Von diesem Ketterhelm. So wie es mir jetzt ging, müsste es eigentlich doch diesem scheiß Emmy gehen. Driften und nur im Gegenlenken, wie auch immer. Was seid ihr für Arschkinder? Weil ihr seid solche Spaß. Ich hätte jetzt einfach das erste Mal schon zu Ende fahren sollen. Jetzt muss ich halt irgendwie hoffen, dass die sich bekriegen. Ich glaube, das wird nichts. Weil der Emmy nicht rankommt und ich nicht an Emmy rankomme. Ich komme nicht um diese Kurve rum. Wie soll das denn gehen, verdammt? Ich hasse die Strecke so übel. Der fährt hier mit 50.000 km/h an mir vorbei. Das ist so diese Kack-Fack-Scheiß-Penis-Strecke. Mann, ja toll, kann man nicht immer. Konditur. Podiumsplatzierung, aha. Ach nein, nicht fahren. Die Maus war die ganze Zeit im Bild. Echt uncool. Wollte nicht zitieren von mir. So, das haben wir. Drift. Du bist also der Fahrer, über den jeder spricht. Ich habe gehört, aus dir wird mal ein guter Drifter. Ist die Kunst des kontrollierten Chaos. Du wirfst deinen Wagen in einen Slide und versuchst ihn zu halten. Erst startest du auf Anfängerkursen. Aber wenn du richtig gut bist, bringe ich dich zum Mekka des Driftens. Ebisu in Japan.
Gib alles und du bekommst eine Einladung zur kalifornischen Heimat des Driftens. Zum Urbandale Speedway. Da gibt's einen harten Battle um die Championship. Gewinne und ich gebe dir mein Monster Energy Forken Tire Ford Mustang. Okay, kann's losgehen? Als Driften rüber in die Staaten kam, war es total underground. Wir sind extra ins Nevada Frachtdepot eingestiegen, damit du das Driften trainieren kannst. So habe ich mir das Driften beigebracht. Einfach über einen freien Parkplatz leiden und Spaß haben. Sieh dir das an. Drift Alliance leiht dir einen richtig coolen S13 für dein Training. Zuerst fährst du gegen den Uhrzeigersinn einen großen Kreis um das Zentrum. Dann lenkst du hart ein und steigst aufs Gas. Wichtig ist die richtige Balance aus Gegenlenken und Gas, um den Drift zu halten. Zu viel Gas und du drehst dich. Zu wenig und es geht geradeaus. Es geht um das richtige Gefühl. Steig in den S13 und dann wird gedriftet. Einstiege, Windgrundlagen. Im Driften. Leute, das machen wir aber erst im nächsten Part und noch nicht jetzt. Ich wünsche euch jetzt erstmal einen wunderschönen Tag. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao.